Ja, und hallo Leute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin und schön, dass es jetzt mit dem fünften Teil von Dead Space 3 weitergeht. Ich habe gespeichert vorhin und mache jetzt weiter, daher glaube ich, bin ich ein bisschen an einer anderen Stelle, aber nicht weiter schlimm. So, machen wir weiter. Ich glaube, hier war ich vorhin schon durch. Also, letzte Mal. Yep. An die Putzen kann ich mich erinnern. Hässlichen Viecher. Schlingen wir uns hier nochmal lang. Na, bist du besser. Gesehen. Nur eins ist Platz. Au. Na. Ich verstecken. Pfui. Besser. Hier ist auch Platz. Und da war den nächsten. Sui. Und da haben wir's. Einmal landen bitte, danke sehr. Und da durch. Da liegt noch was. Muni und EN-Wandler. Whatever. So, einmal die, das Leder schon hier. Okay, da oben sieht man jetzt gerade nichts. Bisschen dunkel. Schon geil mit den Licht- und Schatteneffekten hier. Oh, herrlich. So, jetzt weiter aufmachen. Schön, wenn man hier so eine Tür mit dieser Chinese öffnet, muss man ja automatisch zielen. Mache ich sowieso gerne, wenn ich irgendwo reingehe. Ach, stimmt. Hier waren wir noch. Okay. Ja, ich bin hier. Dann wissen wir jetzt zumindest, was wir machen müssen. Ich sollte sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Das ist ein Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Wow. Exakt, hörst du wohl auf. Hundeplatz. Yippie. So. Und alles schön aufheben. Bräuchte. Und einmal hinten weiter. Und auch noch starten. Jetzt dieses Mal wissen wir ja, wie es funktioniert. Oh. Der geht jetzt bestimmt ein bisschen schneller. Oh, das wackelt. Na komm. Es brüllt irgendwas. Gefällt mir wieder nicht. Oh, letztes Mal auch schon. Oh, komm, fertig. Oh. Jetzt aktivieren wir da hinten das Teil nochmal. Halsmaul. Endlich haben wir so eine Axt gefunden, meine Güte. Hey, gib mir die Axt wieder, gib mir die Axt wieder. Au. Es quiekt. Oh, was war denn das? Ein Stahlstift irgendwie. Cool. Okay, war nichts mehr drin. So, und aktivieren. Maps. Diesen Scheiß-Gag habe ich letztes Mal auch schon gemacht. Ist ja doof. Okay, wo bist du hin? Wo bist du hin? Hey, da oben ist er. Wir haben Sachen. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lux, wir bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Oh, da rein.
So, wo ist jetzt der Fahrstuhl? Der Fahrstuhl ist hier, yippie. Hm? In Bearbeitung? Wie in Bearbeitung? Ist das richtig, oder? Jarp. Hm. Ah, wir haben noch ein bisschen was rumliegen, sauber. So, bist du jetzt da? Ja, geht doch. Ha! Perfekt. Man muss die Zeit nutzen. Sieht hier ein bisschen eklig aus. Farbe abgeblättert schon. Oh, cool. Lüftungsschächte nach außen. Super. Und da geht's weiter. Du hast es gefunden. Oh, Annie, Baby. Ich wusste bis zum Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzt. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los. Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Okay, was ich auch sehr schön finde, wie man es gerade gesehen hat, die Leute, die Charaktere sehen alle sehr menschlich aus, also halt realistisch, nicht wie in anderen Spielen, wo alle so geleckt aussehen und alle Barbie und Ken sind. Nein, hier sieht man, dass die richtig fertig sind von der ganzen Aktion hier. Hat schon was, sieht cool aus. So. Ah, ein bisschen heiß ist schon geil, immer. Upgrade, Platinen, Oros Tool, nachladen. Warum nicht? Gucken wir mal, wie es funktioniert. So. Und, Feuerrate. Why not? Jo, rein damit. Und ansonsten, das war's schon wieder, ne? Ja, mehr haben wir nicht. Dann gibt's noch Schaden und Clip hinzufügen. Okay, cool. So, da haben wir noch was. Ah, Waffen herstellen. Nee. Bin erstmal da soweit zufrieden. Gucke hier nochmal. Den können wir rüberpacken. Und den können wir nochmal rüberpacken. Okay. Objekte herstellen geht ja auch noch. Cool. Munitionsclip. Brauchen wir nicht. Medikit. Medipack. Medipack. Und Snowspack. Was ist das? Boah. Kann man da drüben gar nicht lesen. Talk Strange aus. Wolfram. Okay. Ach so, irgendwie ein Griff. Gehärtete Kurbel, die an Torx-Schlössern aus Wolfram verwendet werden können. Maximale Stapelung im Inventar unbegrenzt. Hä? Dafür brauchen wir Wolfram. Okay. Haben wir aber nicht. Schön, toll. Arsch. Tourette. Nein, du sollst. Gucke ich halt doch nochmal los. Verkaufen, teilen, Objekte herstellen, navigieren. Kann man nirgendwo was kaufen? Einfach nur kaufen, Upgrades, Pläne, Waffen herstellen. Kaufen? Nö, okay. Dann halt nüscht. Nüscht. So, und du sollst jetzt nicht wieder reingehen, sondern dieses Ding auf. Wow. Meine Güte. Ein Naturtalent. Und da haben wir Munitionsclip. Und wir haben noch einen und noch einen. Da haben wir jetzt Mumpe drin und noch ein paar Dinge und lass mal kehren. Oh, cool. Na, da liegt nochmal Muni. Dann lohnt es sich ja glatt nochmal da nochmal ranzugehen. Sorry Leute, muss sein. Zumindest lass mal kehren. Ja, wissen wir.
Ach, die Teile, die... Okay, jetzt weiß ich jedenfalls. Die Teile nehmen nichts weg, keinen Platz. Diese Waffenbauteile. Cool. Ja, auch mies. Okay, jetzt werde ich wieder zurück. Och, Menno, Leute. Wie sieht's denn eigentlich mit Klamotten aus? Werkbank dürfen wir die ja nicht ändern. Können wir hier irgendwo... Nö. Können wir hier drin irgendwo was ändern? Etzala! Mission, nein. Datenbank, nein. Sucherbots, whatever. Nö. Wolfram haben wir gar nicht, das haben wir nicht. Okay, dann kommt's wohl noch später. So, Tür öffnen. Renner, komm her. Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel... Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also... Als ob ich eine Wahl hätte. Und jetzt? Ja, super. Tja, super. Und nun? Oh, da geht's auf. Was? Lecker. Oh, Scheiße. Ja. Putzi. Ah. Gucken, wie sie darauf reagieren. Putzi! Hahaha, danke sehr. Schön. Wow, fall doch nicht hier hin, Mistvieh. Okay, so. Und... Und damit. Und. Nein, du bleibst unten, bitte, danke. Aua. Hallo. Darf ich bitte mal? Dankeschön. Okay, hält ja nicht lange an. Schade. Ah, habe ich richtig ein Ende. Und den hochdrehen. Ah, komm. Okay, der ist auch weg. Sauber. Ouchie. Pfui. Na, bleib doch mal. So, jetzt noch den anderen. Ha, gut. Och, da kommt schon wieder was an. Sauber. Auf da. Misthund. Du, genauso. So. Und jetzt nochmal den hier. Nein, du sollst unten bleiben, bitte, danke. So. Und den hochkurbeln. Zack. Okay. Dass wir das auch haben. Schön. Ha. Wir sind so gut. Okay, eigentlich nicht. Aber egal. Schöne Einöde, schön idyllisch hier. Schnuffig. Okay, wo geht's weiter? Ach, da liegt schon wieder was. Gut. Dann bitte einmal öffnen. In Bearbeitung. Was bearbeitet er denn da so lang? Au. Hier ist windig. Warum ist hier so windig geworden? Oh Gott, weil dieser Ventilator arbeitet. Das bedeutet ja wohl, dass wir diesmal das Ding verlangsamen müssen.
wir erstmal ein bisschen ran. Und durch da. Oh! Code! Code! Jetzt wollte er nicht anhalten. Dreck. Okay. Erstmal verreckt. Auch schön. Weiß man jedenfalls, wie es aussieht. Ist auch lustig. Und durch da. Los. Und die nächsten auch noch durch. Danke sehr. Echt? Welche? Kann ich... Ach so. Muss ich zurück auch nochmal Turbo drücken. Super. Muss man ja erstmal wissen. Wenn ich jetzt nicht zurückdrücke und Gas-Taste, dann ja, schnubbelt er einfach weiter. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Lassen Sie mich nicht warten. Der hat ja Probleme. Ich warte nicht gerne. Hauptsache, du überlebst, du Trottel. Beine mal ab. Danke sehr. War der tot? Ja, das ist tot. So. So, hier. Hätte sein können, dass da unter was ist. So, einmal das Ding holen. Na, hier piepst nochmal. Da, danke schön, danke schön, danke schön. Noch was? Hast du noch was? Nee. Okay. Und dann ab dafür. Ich glaube, wir müssen da hinten. Ne, hier lang müssen wir. Warum eigentlich? Hier nichts mehr? Na doch, 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 da ist noch was, oder? Ne, ist bloß ein Lämpchen. Na auf. Aktivieren? Aktivieren. Aktivieren. WTF? Von ein Minispielchen. Oder ist ein Minispielchen so. Okay. Ja. Oh, war das jetzt schwer. Muss einfach bloß linken und rechten Stick in die richtige Position bringen und fertig. Und dann einmal X drücken. Ja. Aber warum nicht? Wenn man nachher irgendwie flüchten muss und dann dieses Spielchen machen, kann bestimmt nervig sein und ist dann garantiert hundertprozentig nervig und stressig und überhaupt. Na super, die Quelle des Übels sozusagen. Warum sitzen wir mal so in der Kacke? Hat Spaß macht. Ja. Da haben wir wieder irgendwas gefunden, noch was gefunden. Textlog. Okay, was ist das? Abspielen. Verdammt, Marjorie.
Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott, Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl uns helfen. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General, weggetreten. Okay, General weggetreten. Und an dieser Stelle trete ich auch mal weg. Mache ein kleines Päuschen. Ihr wisst, Comments, Beschwerden, Kommentare, egal was, auch immer, unten reinschreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und verbleibe bis dahin mit Jo und Tschüss.